Dem Vernehmen nach existieren im Ausland und nun immer mehr auch bei uns Bevölkerungsgruppen, die Gewalt als Sprache benutzen. Diese Völker sind zwar grundsätzlich in der Lage zu sprechen und haben auch ihre eigenen Sprachen, aber irgendwie ist es passiert, dass sich in deren Kultur die Ansicht herausgebildet hat, dass jemand, der spricht, also in dem Sinne, dass er eine ernste Angelegenheit besprechen will, einen Konflikt ausdiskutieren will, dass derjenige schwach ist. Jemand, der nur spricht, also ohne dabei wenigstens mit Gewalt zu drohen, der wird nicht ernst genommen. Das ist nun aber etwas, das in der europäischen Kultur praktisch gar nicht vorkommt. Hier wird diskutiert. Es wird viel diskutiert und leidenschaftlich und über alles Mögliche. Gewalt ist da ein absolutes Tabu. Ja, mehr noch. Es existieren sogar Gesetze, die die Sprache regulieren, weil selbst die Formulierung bestimmter Worte bereits als gewalttätiger Übergriff gewertet wird. Naturrechtswidrig zwar und damit als ganzes rechtswidrig, aber diese Gesetze existieren. Und nun zeigt es sich, dass es grobe Kommunikationsschwierigkeiten gibt, wenn nun Menschen aus der hiesigen Kultur mit Menschen aus der dortigen Kultur in ein Gespräch treten wollen. Die Menschen aus der dortigen Kultur antworten viel zu oft nicht mit Worten, sondern mit gewalttätigen Messerangriffen und Überfällen. Einige beginnen den Dialog sogar mit einem Messer in der Hand. Gleichzeitig sind viele Individuen der dortigen Kultur nicht gewillt, sich unserem Sprachgebrauch, das heißt einem solchen, der sich ausschließlich auf den Gebrauch der Worte reduziert, anzupassen. Wenn wir nun also in Kommunikation mit diesen Menschen treten wollen, müssen wir das Element Gewalt in die Sprache einbauen. Einfach, damit wir verstanden werden. Das ist nichts, das gewünscht wird und auch nichts, das auch nur wünschenswert wäre, aber leider anscheinend eine Notwendigkeit. Wenn diese Menschen Gewalt als essentiellen Teil der Kommunikation benötigen, um zu verstehen, dann geht es schlicht und ergreifend nicht anders und ein Verzicht auf Gewalt wäre zudem wohl eine Missachtung derer Kultur. Gewalt ist in unserem Staat aber so ein Thema. Das Gewaltmonopol liegt beim Staat. So ist es nun mal. Ausgeübt wird diese Gewalt durch Polizisten. Da es uns normalen Bürgern nicht erlaubt ist, mit diesen Menschen aus besagter fremder Kultur in einer Weise zu sprechen, die diese auch verstehen, ist es also unerlässlich, dass Polizisten zu Dolmetschern ausgebildet werden und endlich beginnen, mit diesen Menschen respektvoll und in einer Weise zu kommunizieren, die sie verstehen. Konfuzius sagt, die ganze Kunst der Sprache besteht darin, verstanden zu werden. Danke.